Kapitel 7. Der kommende Zorn. Wie war das noch einmal gewesen mit deinem... Der Regen wird vor allem südlich sein, Groudon? Unamüsiert stellte Luna diese Frage, während sie sich in einen einsamen Busch gesetzt hatte, in der Hoffnung zumindest etwas weniger des Grauens abzubekommen. Gerne hätte ich mir selber ebenfalls so einen Schutz gesucht. Aber wenn jeder Unterschlupf nicht die Hälfte meiner Größe erreichte, dann wäre dies wohl wenig effektiv. Zumal überraschenderweise das Gefühl von Wind und Regen auf meiner Haut gar nicht so schlimm war. Der Lärm war viel schlimmer. Als würde das Meer sein und noch einmal lauter brüllen und dies vom Himmel hinab allgegenwärtig. Zudem noch diese lauten Knalle, welche in Abständen erhalten, lauter als alles, was ich bisher gehört hatte. Vor allem, sagte ich ja. Wenn du wüsstest, wie es derzeit in deinem Wald abgeht, dann wirst du dich hierüber nicht beschweren. Trotzdem hast du uns vollmundig verkündet, dass das Unwetter nur ein Vorspiel sei. Nenn den Sturm nicht Unwetter. Diese negative Konnotation dulde ich nicht. Und außerdem, ich lüge nicht. Und darin tue ich mich auch nicht. Dieser Sturm ist nicht stark im Kontrast zu dem, was noch wird. Die Natur ist in einem eigenartigen Energiestadium. Es scheint, als würde sich die negative Energie schneller sammeln als oft. Deswegen wird der Sturm in 2 Tagen wohl einer der verheerendsten in langer Geschichte. Und das werden wir noch reisen? Noch reisen? In 2 Tagen? Das glaubte ich kaum. Dieser Fängnisturm sollte inzwischen nahe sein. Wir würden ihn früher erreichen. Und dort... Ja, dort. Sie glaubten mich abzuliefern und danach wieder zurückzukehren. Aber keine Materie würde zurückkehren, wenn sie mich in das Herz ihres Seins ließ. Ja, bald war es schon soweit. Arceus. 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 Ein Wesen. So schamlos! Er wagte es, in meine Heimat einzudringen und stattdessen seine zu lassen. Und nicht nur kreierte er so einen Ort, auch noch kreierte er ihn in den ewigen Weiten, gerade dort, wo ich mich befunden hatte. Wollte er mich verhöhnen? Mal sehen, wie lange sein Hohn halten würde. Sobald sein Reich unter mir zerbröselte. Tja, dann wirst du dich selber entscheiden müssen, ob du vom Verhängnisturm direkt zurückreist. Wenn ja, dann wirst du beim großen Sturm vermutlich hier so in der Gegend sein. Egal, ob du sie dann bewachst oder nicht. Oder du gehst woanders hin. In der Eiskristallgrotte wärst du wahrscheinlich gut geschützt. Die erreichst du vor dem Sturm, denke ich, bei deinem Tempo. Oder du guckst halt, ob du vorher irgendwo einen Unterschlupf findest. Sicher doch. In der Eiskristallgrotte. Da werde ich doch bestimmt willkommen geheißen. Ja, Wächter. Scheint einander überall zu tolerieren. Noch habe ich nichts anderes mitbekommen. Hast du es dir verscherzt mit dem Wächter dieser Eisgrotte? Oder weshalb sollte das keine Option sein? Kurz blickte Lunala zu Groudon, als wäre sie unsicher, ob sie mir etwas verraten sollte. Oder als wäre sie unsicher, warum ich überhaupt uninformiert war. Obwohl sie Zweiteres eigentlich wissen müsste. Und trotzdem schien es der Fall, dieses Monster sein eigenes Wissen als selbstverständlich an. Nördlich vom Verhängnisturm gibt's manche Areale, die etwas anders funktionieren als jene, die du im Süden kennst. Sie sind bewohnt von mächtigen Pokémon. Auch ihre Wächter sind oft stärker. Gleichzeitig
was sie primär ausmacht, sind eben diese Wächter. Sie werden umgangssprachlich oft als geheime Wächter bezeichnet. Denn sie zeigen ihr Antlitz niemandem, der nicht Teil ihrer Gruppe ist. Was wir über sie wissen, sind alles Hörensagen. Manche von ihnen sollen herrschen wie Könige ihres Reiches, nicht wie Wächter. Viele von ihnen mögen keinen Kontakt von außen. Das Einzige aber, was man sicher weiß, sie alle zeigen sich dieser Welt nur, wenn sie keine Alternative sehen. Welche Wächter wahrlich unter diese Kategorie fallen, entscheiden nur sie selber. Aber kein Mon kann dies, welches sich nicht bewusst ist, die Macht innerhalb seiner eigenen Reihen bewahren zu können. Denn während wir normalen Wächter allgemein bekannt sind, die Welt kennt uns, respektiert uns. Bei ihnen würde niemanden wissen, sollte einer dieser Wächter gestürzt werden und sein Platz übernommen werden. Greift uns jemand an, riskiert den Zorn der ganzen Welt. Greift jemand einen geheimen Wächter an, riskiert im schlimmsten Fall den Zorn eines Stammes. Oft nicht einmal das. Die Geheimwächter haben einen besonderen Stand und sind oft auch als wichtiger angesehen. Auch von den Stimmen des Lebens. Und Ron hätte seine Rolle auch gut und gerne annehmen können bei seiner Stärke. Weshalb sollte ich? Ich will nicht durch Stärke und Furcht herrschen, sondern durch Gerechtigkeit. Zudem wäre es langweilig, mich nie woanders zeigen zu können. Und ich schließe, dass in dieser Eisgrotte einer dieser geheimen Herrscher regiert. Ja, an sich schon. Aber ich mache den Vorschlag ja nicht, weil ich dumm bin. Es ist zwar eine Region unter dem Geheimherrscher, aber von allem, was man hört, ist die Gruppe dort recht gastfreundlich. Inklusive dem Boss. Er zeigt sich Fremden ungern, aber ist deswegen nicht unfreundlich. Wenn sich jemand vor dem Sturm schützen wollen würde, wenn sie das mal nicht wegschicken, da bin ich recht überzeugt von. Wie sich klar zeigte, Groudon war davon zwar überzeugt, nicht jedoch das Mon, welches überzeugt werden sollte. Das hast du aber alles nur gehört. Und was man über diese Areale weiß, ist, dass so etwas dort gerade eigentlich nicht passiert. Und selbst wenn, denkst du, es würde mehr passieren können, als dass sie dich wegschicken? Du bist eine Wächterin, das wissen auch sie. Und ich hab's ja gerade gesagt. Wer sich mit einem von uns anlegt, bekommt den Zorn von weit mehr als einer Handvoll Mon zu spüren. Und ich bezweifle, dass irgendwem dort was dran liegt. Und dann würden sie mich wegschicken und ich hätte keine Alternativen während deinem tollen Sturm. Nein, danke. Da suche ich mir lieber was anderes. Was ihr denn macht, ist ohnehin noch Zukunft. Wie hilfreich ist es, sich nun unterzustellen? Es scheint mir nicht, als würden diese paar Blätter Busch viel Wind und Regen stoppen. Weshalb verschwenden wir also Zeit und warten hier? Weil jeder Tropfen weniger gut ist. Und jede verschwindende Chance auf ein rechtzeitiges Versteck im großen Sturm ebenfalls. Wenn wir jetzt aufbrechen, dann findest du dich wahrscheinlicher vor dem nächsten Sturm geschützt. Widerwillig blickte das X-Bad in den Himmel, von welchem Tropfen um Tropfen stürzte. Sie hatte sichtlich keine Lust dazu weiterzugehen, aber ebenso wenig dazu zu bleiben. Na gut, dann eben doch, entschied sie sich. Meinetwegen! Aber nur, weil es mir eine Chance gibt, auf Dauer weniger Regen abzubekommen. Warum ist Regen überhaupt ein großes Problem? Es sind Wassermengen. Genau wie das Meer, welches du scheinbar deutlich eher tolerierst. Das Meer stürzt nicht vom Himmel und drückt beim Fliegen nicht auf die Flügel.
Außerdem mag ich am Meer die Atmosphäre. Ich schwimme ja nicht oder sowas. Und dann hat der Sturm noch Wind und Blitze. Alles Dinge, woran das Mann sich durchaus gewöhnen kann. Denke ich zumindest. Nun, wobei ich beim Wind ja beinahe zustimmen möchte. Der bleibt auch für mich eher unschön. Was war das? Ein Pokémon? Jemand war durch dieses Gebiet gestreift, während der Sturm vorherrschte. Und dann mischte sich das Wesen auch noch in ein Gespräch ein, zu welchem es nicht eingeladen war. Und noch dazu, es mischte sich wie selbstverständlich in ein Gespräch, an welchem ich beteiligt war. Fürchtete der Idiot sich nicht? Wie kam es, dass so wenige mich fürchten wollten? Es musste daran liegen, wie weich ich mich selber wirken ließ. Hier, wo ich spielte, ein Freund zu sein. Weise Worte! Ein Mann kann sich an sie gewöhnen, unsere Welten aber nicht an ihre Abwesenheit. Ist eine Weile her, Terra. Gut, dich mal wieder zu sehen, altes Haus. Eine Schildkröte. Ein recht großes Mon. Oder ich unterschätze die Größe des durchschnittlichen Mon. Immerhin war er in dieser Runde immer noch am zweitkleinsten. Aber nicht mit größtem Abstand. Vermutlich war es aber auch so ein Wächterding. Warum sollte man einen Wächter suchen, welcher nicht in der Lage wäre, seine Heimat zu verteidigen? Wobei, ob Luna dies konnte, war eine andere Frage. Bald würde ich es wohl herausfinden. Es sei denn, sie würde am Fuße des Verhängnisturmes umdrehen. Aber wenn sie auch dem Aufstieg folgte, tja, ich würde für niemanden garantieren, der es wagen würde, sich mir in den Weg zu stellen. Eine Weile ist es her. Das stimmt. Wobei ich auch sagen muss, ich habe heute nicht mit Besuch gerechnet. Und auch die Art, das Ausmaß des Besuches wundert mich. Im Busch dort unten, bist du nicht Luna, die Wächterin des Forstes? Tatsächlich zeigte das sonst so hyperaktive Flugmon gewisse Unsicherheit. Sie machte sich wohl viele Gedanken über einen ersten Auftritt ihrerseits. Aber wenn man den Kontext kannte, macht es wohl irgendwo Sinn? Immerhin war dies ein Pokémon, welches sie um seine Heimat bitten wollte. Ein Mon, welches sie noch nie getroffen hatte. Ja, die bin ich. Terra, Wächter des Sumpfes, richtig? Kurz lachte der hiesige Wächter auf. Ja, genau der. Also, der Zeit. Wobei ich zugeben muss, wohl nicht mehr lange. Egal wie sehr ich es versuche, ich kann mich schlecht dabei sehen, diesen Ort noch lange zu bewachen. Ich werde mich wohl bald zurückziehen und mir einen Ort suchen, an dem ich als normales Mon weiterlebe. Nun müsste man das Mon besser kennen. War das in seiner Stimme Kapitulation? Hasste er die Rolle des Bewachens? Oder war es das Bewachen diesen Ortes? In zweiterem Fall wäre die Lösung nicht gerade angeflogen gekommen? Auch Groudon wusste dies und warf einen Blick zu Luna, welche mit einem weiteren erwiderte. Ihr Blick sagte jedoch schlicht, später. Ach, irgendwo war es wohl fair. Sie brauchte wohl noch einen Moment, um das Mon kennenzulernen. Und vielleicht auch die Gegend. Bisher wirkte das X-Bad ja eher semi-begeistert vom Sumpf.
Vielleicht würde sie auch einfach entscheiden, dass ihr Forst ja doch gar nicht so schlimm sei. Aber genug davon. Ich möchte neue Bekanntschaften nicht gleich mit meinen alten Sorgen belagern. Stattdessen, ich sehe, ihr seid nicht nur zu zweit. Und euren dritten Begleiter kenne ich gar nicht. Voller Ruhe wandte sich das Pokémon an mich. Kein bisschen Unsicherheit. Wirklich! Und gleichzeitig konnte ich mir jetzt schlecht Respekt verschaffen, ohne potenziell meine Werkzeuge zu verlieren. Ich bin weniger Begleiter als Hauptakteur. Tempo Terminus ist mein Name. Die Pokémon diesen Ortes nennen mich oft Tempo. Mein wahrer Name ist ihnen zu komplex. Und ich bin der Grund, weshalb wir hier sind. Kurz gefasst, ich stamme aus einem Ort außerhalb von allem, was existiert. Ein Ort, der das Nichts heißt. Vor kurzem bin ich jedoch erwacht. Und es war etwas. Es war diese Welt. Ich bin kein Wesen von Materie. Und ich will es nicht sein. Deswegen reisen wir zum Verhängnisturm. Damit eure Götter, Palkia, Dialga, vielleicht gar Arceus mich zurückbringen können. An den Ort, aus welchem sie mich rissen. Diese beiden, sie begleiten mich im Wissen um die Arroganz eurer Götter. Sie wissen, ich würde nicht angehört werden, nicht einmal eingelassen, wenn ich nicht die Unterstützung von Wächtern hätte. Unsere Reise durch den Heimat zwei Gründe. Einerseits das Erreichen dieses Turmes. Andererseits die Hoffnung, einen weiteren Wächter auf unsere Seite ziehen zu können, um die Kooperation der Götter wahrscheinlich zu machen. Eine große Geschichte ist das, ja? Und ihr beiden, Groudon, Luna, ihr glaubt diesem Pokémon und ihr habt ihm euch angeschlossen? Ja, haben wir. Warum? Glaubst du ihm etwa nicht? Das habe ich nie gesagt. Es ist nur eine sehr spezielle Geschichte, nicht? Misstrauen ist nie eine Lösung, aber gewisse Neugier sollte sich durchaus wecken. Ansonsten gibt man sich dem Drang zur Naivität hin. Oft ist er schmal, der Grat zwischen Vertrauen und Naivität. Wobei ich wenig Grund zu zweifeln sehe, wenn sich bereits zwei vertraute Wächter entschlossen haben, Teil der Reise zu werden. Vielleicht wird etwas Zeit fernab dieses Ortes ja auch meine Motivation wieder erwecken können. Also gut, ich werde euch auf dem letzten Spaziergang zum Verhängnisturm begleiten.